Zusatzpunkt 4. Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Verhalten der Bundesregierung im Fall Deniz Yücel. Über den Antrag werden wir später namentlich abstimmen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ich höre dazu keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Gottfried Curio für die AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Abgeordnete, die AfD begrüßt die Freilassung von Herrn Yücel aus politischer Willkürhaft, begrüßt den Erfolg der außerordentlichen Bemühungen der Bundesregierung. Wir bedauern aber ebenso, dass eine Freilassung weiterer zu Unrecht Inhaftierter nicht mit gleicher Intensität betrieben wurde und aussteht. Die politische Bevorzugung von Herrn Yücel wurde nicht begründet, wirft aber die Frage auf, ob hier ohne Ansehung der Person gehandelt wurde. Zu vermeiden ist der mögliche Eindruck, dass mit seiner ganz außerordentlichen Vorzugsbehandlung eine stille Billigung seiner wohlbekannten deutschlandfeindlichen Äußerungen einhergeht. Geboten erscheint deshalb, dass die Bundesregierung eine Missbilligung dieser Äußerungen ausspricht. Selbstverständlich soll die Freiheit, sich so zu äußern, erhalten bleiben. Selbstverständlich soll dagegen jetzt nicht rechtlich vorgegangen werden. Natürlich soll die Bundesregierung sich nicht zu jeder Schmähung äußern. Aber wenn diese eine Person so herausgehoben wird, so muss die ganze Geschichte erzählt werden. Das hohe Lied, das auf Herrn Yücel angestimmt wird, kann den Missklang seiner Äußerungen nicht übertönen. Steigen wir also in den Morast des Tatsächlichen. Dem Autor, der den Niedergang Deutschlands beklagt, Thilo Sarrazin, ihm wünscht Herr Yücel den Tod. Zitat: Möge der nächste Schlaganfall sein Werk gründlicher verrichten an dieser Menschenkarikatur. Gemeint ist Sarrazin. Das ist unser geliebter Deniz, überhaupt diese uns aufgedrängte Vornamenvertraulichkeit, wir Deutschen und unser Deniz. Wann sind wir nur zu dieser herzlichen Verbundenheit gekommen? Diese Ikone der Linkspresse, also mit ihrer menschenverachtenden Sarrazin-Äußerung, so jemand ist für Frau Merkel ein Fall besonderer Dringlichkeit. Für Yücel ist der baldige Abgang der deutschen Völkersterben von seiner schönsten Seite. Das ist für Herrn Gabriel ein deutscher Patriot. Yücel freut sich aufs deutschen Sterben. Für ihn, betont Gabriel, habe er sich zweimal mit Präsident Erdogan getroffen. Yücel meint, etwas Besseres als Deutschland findet sich allemal. Gabriel, Chefkoch im Braten von Extrawürsten, betont, er habe mehrfach mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu gesprochen. Yücel will, dass Deutschland zwischen Frankreich und Polen aufgeteilt oder in einen Rübenacker verwandelt wird. Das ist für Gabriel ein Brückenbauer, vielleicht zwischen Frankreich und Polen. Yücel freut sich, dass das unvollendete Werk, von Bomber Harris und Ilja Ehrenburg, Massentötung und Massenvergewaltigung, endlich vollendet wird. Heiko Maas, ausgerechnet der Erfinder des Tatbestands Hass, twittert bei Freilassung: Beste Nachricht, wo gibt. Ähnlich besoffen vor Freude gibt sich ein ganzer Reigen von Politikern und Medienleuten bestimmter Couleur, während dieser Hassprediger gegen alle Deutschen hetzt, schwelgend in gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wahrlich Rassismus pur. Und dann soll mit dem Verweis auf angebliche Satire, die alles dürfe, Übertreibung ist da aber nur eine Tarnkappe für wirklichen Hass, dann soll ein Zwei-Klassen-Redefreiheit eingeführt werden. Eine für establishmentnahe Antideutsche und eine für patriotische Normaldeutsche. Äußert der antideutsche Linke Hass, ist es Satire. Äußert der Normalbürger Kritik an der Regierung, ist es Hass. Maas bestimmt, was Satire ist. Gabriel, wer ein Patriot ist, willkommen in der Welt der 16-Prozent-Partei. Übrigens gibt es für Herrn Yücel Hoffnung, wenn er den Abgang der Deutschen beschleunigt sehen will, so kann er als Doppelstaater hierzu rein numerisch effektiv beitragen, indem er die ihm offenbar verhasste deutsche Staatsbürgerschaft abgibt. Das wäre doch ehrlich und überfällig. Und sonst? Die Presse
lässt die Regierung gut aussehen. Frau Merkel hält ihre geheimen Pressetreffen ab und sagt, was dran ist. Man sorgt füreinander. Wir wissen nicht, wie viel Munition und Panzermaterial für diese Top-Geisel gedealt werden wird. Wie viele Kurden werden sterben müssen. Aber jedenfalls können Politiker und Presse diese höchst wundersame Freilassung ihrer Ikone bejubeln. Die Bevölkerung aber muss nun vermuten, dass die GroKo-Politik Sonderklimmzüge für Gesinnungsfreunde macht und durch antideutsche Hetze nicht etwa abgeschreckt, sondern zu diplomatischen Höchstleistungen angespornt wird. Hier würde eine Missbilligung Klarheit schaffen. Und wenn man Herrn Yücel jetzt schaut, wie er Gabriels gedenkt, so ahnt man, dass er als letztes Wort, wollen wir es uns denken, mit Blick auf letzte Umfragen sagen würde, Dennis, der alte Satiriker, der baldige Abgang aber der SPD ist Parteiensterben von seiner schönsten Seite. Ich danke Ihnen. Betrübt mich, dass mein Hinweis, dass für jeden ein Sitzplatz vorhanden ist, offensichtlich noch nicht angekommen ist. Ich bitte also alle, ihre Plätze einzunehmen und damit die nötige Aufmerksamkeit herzustellen für die erste Rede im Deutschen Bundestag des Kollegen Alexander Trom aus der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, nachdem jetzt hier so viel Gift verspritzt wurde, will ich zunächst damit beginnen, dass es für uns, für die CDU-CSU-Fraktion, zuallererst ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit ist, dass Herr Yücel, der über ein Jahr aus rein politischen Gründen inhaftiert war, endlich freigekommen ist. Und da die Überschrift Ihres Antrags Verhalten der Bundesregierung im Fall Yücel lautet, gibt mir das die Gelegenheit, eben dieses Verhalten zu loben. Es war vorbildlich. Eine klare, hartnäckige und unnachgiebige Haltung auf allen Ebenen gegenüber der Türkei hat sich durchgesetzt. Unser Dank gilt allen in der Bundesregierung, die daran beteiligt waren, zuallererst der Bundeskanzlerin und dem Vizekanzler. Der Dank geht aber auch an alle anderen in der Zivilgesellschaft, an die journalistischen Kollegen, an die Anwälte, an alle, die dazu beigetragen haben, dass der Druck auf die türkische Regierung so groß wurde, dass sie letztlich nachgeben musste. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Fall Yücel und der Umgang mit ihm ist geradezu ein Paradebeispiel für unseren freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, für unsere Haltung zu Meinungs- und Pressefreiheit auf der einen und den Schutz unserer Staatsbürger auf der anderen Seite. Wir lassen es nicht zu, dass jemand in seiner Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt wird, und zwar unabhängig davon, ob wir dessen Auffassung teilen oder nicht. Und schon gar nicht akzeptieren wir, dass ein Journalist wegen seiner politischen Meinungsäußerung ohne Anklage, ohne rechtsstaatliches Verfahren inhaftiert wird. Die Freiheit und Unabhängigkeit der Presse ist ein hohes Gut, das wir schützen. Und dafür gibt es auch keine Vorzugsbehandlung, wie dies behauptet wird. Wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat, erhält den Schutz des deutschen Staates uneingeschränkt. Das galt für Mesale Tolu und Peter Steudner und selbstverständlich für Herrn Yücel. Und das gilt auch für die anderen weiterhin inhaftierten Deutschen in türkischen Gefängnissen. Und ja, der Grat zwischen freier Meinungsäußerung und der Verletzung der Persönlichkeit eines anderen ist schmal. Es muss niemandem gefallen, was Dennis Yücel 2011, 2012 in seinen als Satire erkennbaren Texten über Herr Sarrazin und zuvor zu dessen Buch geschrieben hat. Man muss es wirklich nicht gut finden. Doch dafür gab es teilweise Sanktionen vom Presserat und die gerichtliche Untersagung der weiteren Verbreitung. Die AfD will heute eine Missbilligung aussprechen. Doch der Bundestag ist der falsche Ort für eine Bewertung einer Satire. Wir sind hier kein literarisches Quartett.
Und dieser schmale Grat gilt auch für die AfD, auch für Frau Weidel. Ich bedauere, dass sie heute nicht der Debatte beiwohnt. Sie hatte das letzte Wochenende fast gar nichts getan, als über Twitter und andere Medien zu dem Fall Yücel sich zu äußern. Da hat sie in einer Twitter-Meldung am Tag nach einer Entlassung ihn als antideutschen Hassprediger beschimpft. Da hat sie auch diesen Grad überschritten. Herr Yücel hatte immerhin die Größe, sich nach seinem kritikwürdigen Text zu entschuldigen. Ich wage zu bezweifeln, dass Frau Weidel diese Größe ebenfalls hat. Und sie hat in dieser Twitter-Meldung, ich zitiere, geschrieben, dass einer, der nicht nur einmal die Grenzen des guten Geschmacks verließ, eigentlich keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen sollte. Doch die deutsche Staatsbürgerschaft ist keine Frage des guten Geschmacks. Die AfD will sich hier als Patrioten darstellen. So eine Aussage ist aber alles andere als patriotisch. Sie ist schlicht und einfach erbärmlich. Und nun zu Ihrem Kollegen Pockenburg. Er hat am Aschermittwoch die Türken in Deutschland aufs Übelste beleidigt und damit ganz sicher die Grenzen des guten Geschmacks verlassen. Darüber sind wir uns doch, Herr Dr. Gauland, einig. Sie haben ihn ja schließlich abgemahnt. Ich habe dann aber, jetzt noch mal, warten Sie doch mal ab. Jetzt warten Sie doch ab. Ich habe dann genau dasselbe getan, wie die Frau Weidel zu Herrn Yücel. Ich habe lange gesucht. Herr Dr. Gauland, regen Sie sich doch nicht so auf. Ich habe lange gesucht bei Twitter, bei Facebook, irgendein Zitat, in welchem ich finden konnte, dass sie ebenfalls Herrn Pockenburg seine deutsche Staatsbürgerschaft absprechen wollte. Nichts dergleichen konnte ich finden. Und noch ein letztes zum Thema guter Geschmack. Guten Geschmack kann man nicht immer in Gesetze und Normen fassen. Es geht manchmal ganz banal um Anstand, Menschlichkeit und Mitgefühl. Und da kommt ein Mensch nach über einem Jahr Haft frei, größtenteils in Isolationshaft verbracht, aus einem Land, in dem rechtsstaatliche Grundsätze nicht in dem Maße gelten, wie wir sie kennen und erwarten. Und Ihre Frau Weidel hat nichts anderes zu tun, als aus ihrem warmen und sicheren Abgeordnetenbüro heraus diesen Menschen per Twitter zu beschimpfen, zu diskreditieren und dann einen derart schrägen Antrag zu stellen, wie Sie dies heute tun. Das ist kollektive Unanständigkeit. Und deshalb weil das Verhalten der Bundesregierung, das ist der Titel der Debatte, vorbildlich war. Ihre Kritik ist genau das Gegenteil davon. Deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Das Wort hat Dr. Lars Castellucci für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag der AfD enthält tatsächlich einen vernünftigen Satz. Das ist schon mehr, als ich erwartet habe. Und das ist gleich der erste. Der Deutsche Bundestag begrüßt die Freilassung von Denis Yücel aus politischer Willkürhaft. In der Tat, das begrüßen wir hier alle. Und das ist auch nicht vom Himmel gefallen und deswegen auch von meiner Seite und von der Seite meiner Fraktion herzlichen Dank allen, die sich dafür eingesetzt haben, die Öffentlichkeit erzeugt haben, zuvor dass unserem geschäftsführenden Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, der Bundeskanzlerin, allen, die mitgeholfen haben, ein herzlicher Dank für dieses Engagement. Schön, dass es von Erfolg gekrönt war. Und wie man an dieser Stelle sieht, der deutsche Staat schützt seine Bürgerinnen und Bürger im Inneren
und sogar wenn sie irgendwo auf der Welt in Gefängnissen landen. Und ich finde, das ist eigentlich ein Zeitpunkt, wo wir stolz auf unser Land sein könnten und diesem Stolz Ausdruck verleihen, dem Sie ja so gerne Ausdruck verleihen, dem Stolz. Das wäre einmal eine Gelegenheit gewesen, auch für die Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Der erste Satz, den Sie hier geschrieben haben, den wollten Sie eigentlich weiterschreiben. Da steht, der Deutsche Bundestag begrüßt die Freilassung von Denis Yücel aus politischer Willkürhaft, in die er von Ihrem Bruder im Geiste Tayyip Erdogan hineingeworfen wurde. Denn der Erdogan hat es nicht so mit der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit, und Sie haben es auch nicht so mit der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit. Und wissen Sie was? Der sitzt in der Türkei, schade für die, aber Sie sitzen hier im deutschen Parlament, und ich fordere Sie auf, dass Sie Politik auf der Grundlage unseres Grundgesetzes machen und dass Sie diesen Antrag zurückziehen. Sie können uns hier nicht auffordern, zu missbilligen irgendwelche Äußerungen, die journalistisch fallen. Und dann dieser Sache mit dieser Vorzugbehandlung. Da ist einer bevorzugt worden, während andere vergleichbare Schicksale weiterhin in den Kerkern sitzen, weiterhin unschuldig eingesperrt sind. Ja, da habe ich gedacht, oha, die AfD, jetzt wird sie uns mal aufschreiben, was man machen könnte für diese ganzen anderen Leute, die unschuldig irgendwo eingekerkert sind, die unschuldig in den Gefängnissen sitzen. Und dann, Pustekuchen, kommt natürlich überhaupt nichts, sondern Sie verwenden diese vergleichbaren Schicksale nur, um auf den einen anderen zu zeigen und dann vorzuwerfen. Ausgerechnet dem helft ihr. So, und wissen Sie, an was mich das erinnert? Sie sind doch fürs christliche Abendland. Jetzt gebe ich Ihnen mal christliches Abendland. Kennen Sie die Geschichte, wo dieses Salböl, das teure Salböl, vergossen wurde und Judas dann kam, Judas, der später zum Verräter wurde und sagte, nein, dieses teure Salböl, das sollen wir nicht ausgießen, das sollen wir verkaufen, damit wir es den Armen geben können, das Geld. Und dann steht da als nächster Satz geschrieben, aber Judas ging es gar nicht um die Armen, denn er war ein Dieb. Und das finde ich sehr vergleichbar mit der Situation. So wie Sie von dem Rentner reden, der ein Leben lang gearbeitet hat und der mit einer kleinen Rente dasteht. Aber ich habe von Ihnen noch nie auch irgendeinen Vorschlag zur Verbesserung von Renten in diesem Parlament erhalten, sondern immer wird nur auf ausländerfeindliche Suppe gerührt. Das ist doch verwerflich. Und jetzt Herr Castellucci, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung von Herrn Neute? Ich werde mit Ihnen streiten und diskutieren, wenn wir mal über Sachfragen reden, aber nicht solange Sie uns solche peinlichen Anträge hier vorlegen, über die wir da unsere Zeit verlieren, vergeudete Lebenszeit. Und jetzt Herr Curio, wo ist er denn? Sie sind doch ein studierter Mann. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie nicht in der Lage sind, zwischen einer Satire, aus der Sie hier ständig zitieren, und einem normalen Text hier zu unterscheiden. Das können Sie mir doch nicht erzählen. Da machen Sie uns doch was vor. Wissen Sie was? Wissen Sie was? Ich helfe Ihnen mal dabei. Wir lernen hier mal ein bisschen Satire. Wissen Sie, was Denis Yücel zu Ihrem Antrag sagen würde? Achtung, Satire. Der würde sagen, AfD, bester Antrag, wo gibt von ganze Welt. Das Wort hat der Abgeordnete Wolfgang Kubicki für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal möchte ich mich bei meiner Fraktion bedanken, dass sie mir die Gelegenheit gibt, frei von präsidialer Zurückhaltung in die politische Debatte einzugreifen. Und das auch noch zu einem AfD-Antrag. Aber ich bin böse mit euch, weil es sich um einen Antrag von intellektueller Erbärmlichkeit handelt. Wir lesen, dass die Bundesregierung den Fall Yücel sonderbehandelt haben soll. Ja, ich komme gleich darauf zurück, Herr Brandner, und das sei empörend. Aber statt die Bundesregierung dafür zu rügen, das wäre ja eine Maßnahme, lenken Sie sofort ab auf den Betroffenen davon und erklären eigentlich, er sei es nicht wert, dass man sich um ihn gekümmert hätte. Und Sie belegen das,
Und Sie belegen das mit Zitaten aus Kolumnen des Jahres 2011 und 2012. Das alleine schon ist erbärmlich, weil wir erwarten könnten, dass Sie das mit neueren Zitaten machen würden. Ja. Ja, Herr Brandner, das ist ja Ihre Meinung. Ich komme ja gleich noch darauf zurück. Die Welt hat heute dankenswerterweise dokumentiert, und zwar in unnachahmlicher Art, dass die Behauptung der Sonderbehandlung falsch ist. Und das kann man auch nachvollziehen. Und ich sage Ihnen mal, ich sehe Ihnen nach, dass Sie Satire nicht verstehen und deshalb solche Anträge stellen. Sehe ich Ihnen nach. Aber was ich Ihnen nicht nachsehe, Herr Brandner, ich habe ja gehört, Sie seien studierter Jurist, nicht nachsehe, ist, dass Sie die Bundesregierung auffordern wollen, was Rechtswidriges, was Verfassungswidriges zu tun. Sie fordern die Bundesregierung auf, einen Journalisten wegen seiner Äußerungen zu missbilligen. Und Sie wissen aus eigener Geschichte ja auch, denn Sie hatten ja noch gar ein Streitverfahren in Sachen Banker, dass das Verfassungsgericht festgestellt hat, dass die Bundesregierung dazu gar nicht befugt ist, weil nicht der Eindruck entstehen darf, dass hier direkt oder indirekt Zensur ausgeübt wird. Sie haben sich, was Sie angeht, beschwert über Maßnahmen der Bundesregierung. Und jetzt kommen Sie und fordern die Bundesregierung auf, genau das zu tun, worüber Sie sich beschwert haben. Und das nenne ich intellektuell ziemlich erbärmlich. Kollege Kubicki. Besonders gerne, weil das meine Redezeit verlängert. Gestatten Sie eine Frage oder ja. Bitte, dann. Ich möchte zur Fortbildung beitragen. Geehrter Herr Kollege Kubicki, die Sonderbehandlung des Herrn Yücel ist die eine Sache. Aber etwas ganz anderes ist doch der Umstand, dass in diesem Hohen Hause es scheinbar nicht mehr möglich ist, Äußerungen, die direkt oder indirekt den Volkstod unseres Volkes verlangen, zu rügen. Und Herr Kubicki, sind Sie nicht vielleicht mit mir gemeinsam der Meinung, dass das für dieses Hohe Haus ein wirklich erbärmliches Schauspiel ist? Also zunächst einmal... Sie müssten bitte stehen bleiben, wenn Sie eine Antwort bekommen möchten. Zunächst einmal, Herr Kollege... Zunächst einmal, Herr Frau Präsident, darf ich antworten? Zunächst einmal, Herr Kollege, hat Sie niemand daran gehindert, hier Ihre Reden zu halten und zu rügen, was Sie für rügensfähig halten? Das muss man im Rahmen der Meinungsfreiheit auch ertragen. Das schafft dieses Hohe Haus. Aber Sie haben keinen Anspruch darauf, dass irgendein anderer Abgeordneter Ihrer Auffassung folgt. Das sieht die Verfassung nicht vor. Und das werden wir auch nicht tun. Und das war die Antwort. Sie können sich jetzt gerne wieder setzen, können auch stehen bleiben. Mir ist das relativ egal, ob Sie stehen oder sitzen. Aber die Tatsache, dass der Yücel im Hinblick auf Herrn Sarrazin sich daneben benommen hat, ist gerichtsfest festgestellt worden. Und wir alle haben ja mal schlechte Tage, die AfD mehr als andere. Aber jedenfalls ist die Persönlichkeitsrechtsverletzung nicht wegzudiskutieren. Und dafür muss man sich auch verantworten. Dafür durfte die Taz dankenswerterweise auch 20.000 Euro Schadensersatz leisten an Herrn Yücel. Das mag sein, Herr Kollege Gauling. Und jetzt komme ich zu Ihnen. Persönlichkeitsrechtsverletzungen sind bei Ihnen übrigens auch Standard. Bei Ihnen persönlich möglicherweise nicht. Ich komme gleich darauf zurück. Bei Ihnen aber als AfD insgesamt ist das Standard. Als der Kollege Curio hier zum Doppelpass erklärt hat, dass die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung ein lebendes Beispiel dafür sei, dass die Integration gescheitert sei. Ja, nehme ich das noch hin, das ist für mich grenzwertig, vielleicht auch unhöflich, unanständig, aber hinnehmbar, Banane. Aber dass Herr Gauland außerhalb dieses Hauses erklärt, diese Frau müsse man entsorgen, ja, mit der gleichen Satire dürfte jetzt auch 20.000 Euro auf dem Tisch liegen, der Schüssel auf dem Tisch liegen dürfte, oder die Taz auf dem Tisch liegen dürfte, da sind wir damit durch. Aber das ist genauso die Persönlichkeitsrechtsverletzung, die wir hier nicht wollen, denn wer von Entsorgen spricht, funktioniert dabei immer, dass es darum geht, Reste oder Abfall zu entsorgen. Und ein Mensch ist kein Abfall. Herr Gauland, die Taz hat sich bei Herrn Sarrazin entschuldigt. Das ist nobel, das ist anständig, dass Sie sich bei den Integrationsbeauftragten der Bundesregierung dafür nicht entschuldigen, zeigt, wie unanständig Sie eigentlich sind. Und das ist keine Politik, die wir in Deutschland wollen. Ich bin in diesem Land geboren worden. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe alle Möglichkeiten gehabt. Ich bin stolz auf dieses Land. Ich möchte nicht in eine Situation kommen, wo mich dauernd dafür schämen muss, dass politische Entscheidungsträger in diesem Land wieder so reden wie Sie. Herzlichen Dank.
Das Wort hat der Kollege Jan Korte für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es gibt in der Tat zurzeit extrem wichtige Dinge, die wir hier diskutieren müssten. Armutsrenten, Kinderarmut, Kriege und vieles andere mehr. Was ist der AfD wichtig? In dieser Woche ist ihr Folgendes wichtig. Sie hat eine Aktuelle Stunde beantragt zu ihrer eigenen Demo, die irgendwie nicht geklappt hat. Und heute möchte sie, dass der Bundestag Äußerungen eines Journalisten unter anderem missbilligt. Der wahre Titel für Ihren Antrag müsste eigentlich lauten, wenn er denn sachlich begründbar wäre, Vollcrash der AfD mit der Pressefreiheit und den Grundrechten. Das ist der Kern Ihres Antrags. Und ich will auf etwas anderes kommen. Alle haben wir das gesehen in diesem Land. Dieses Bild von Dennis Yücel, wie er seine Frau nach einem Jahr unschuldig im Knast sitzen in den Arm genommen hat. Und es ist ja eigentlich so, dass Menschen einen inneren Kompass haben. Mit Mitgefühl, mit Menschlichkeit, mit Freude, wenn sich Menschen wiederfinden. Vor allem, wenn jemand unschuldig im Knast gesessen hat. Dieser Kompass ist bei Ihnen vollständig im Eimer. So viel Niedertracht muss man erstmal zustande bringen. Nun zu Ihrer Fraktionsvorsitzenden. Sie hat gesagt, Yücel ist weder Journalist noch Deutscher. Fällt Ihnen was auf? Das war Satire. Fällt Ihnen was auf? Das ist der Klassiker, gerade sich zu früh zu freuen. Fällt Ihnen eigentlich was auf? Ihre Kritik an Dennis Yücel gleicht exakt der Kritik des türkischen Präsidenten Erdogan. Sie sind der verlängerte Arm von Erdogan im Kampf gegen Yücel und die Pressefreiheit. So sieht's mal aus, liebe Kolleginnen und Kollegen. So sieht's aus. Denn auch der türkische Präsident spricht Yücel ab, Journalist zu sein. Dann sagt ihre Fraktionsvorsitzende weiter, ich zitiere, ein Journalist wie Yücel, der nicht nur einmal die Grenzen des guten Geschmacks verließ, sollte eigentlich keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. So ihre Fraktionsvorsitzende. Zum einen kennen Sie sich mit dem Verlassen des guten Geschmacks wie kein anderer aus. Das ist wahr. Aber, und das ist ja der ernste Teil, dahinter steckt natürlich ein Motto. Und das Motto ist, ich entscheide, wer Deutscher ist und wer nicht. Und auch das ist exakt dieselbe Denke des türkischen Präsidenten Erdogan, der das Blut deutscher Abgeordnete untersuchen wollte. Das ist beides völkisches Denken, was dieses Land und Europa in den Abgrund geführt hat. So einfach sieht es hier nämlich aus. Was ja auch interessant sind, dass ja gerade Sie, die hier jede Woche austeilen bis zum Get-No, und wenn dann die Kritik zurückkommt, Sie wie die Mimosen rumheulen, wie ungerecht das denn alles ist. Ja, Sie weinen doch immer rum. Ich kenne das doch auch in den Runden, Herr Baumann, wo wir zusammensitzen. Ja, ich will es doch ja nur einmal aufrufen. Ich bin im Einstecken als Linker sehr ausgebildet. Und ich will Ihnen sagen, dass ausgerechnet Sie, die bei allen Überschreitungen, die Sie ja zum Geschäftsmodell gemacht haben, ansonsten kämen Sie ja nicht vor, weil Sie Inhalte hier nicht vorzuweisen haben, Sie berufen sich immer auf die Pressefreiheit, die Sie heute grundlegend in Frage stellen. Das ist ein gewisser Widerspruch. Und zum Schluss. Es ist doch wirklich schon relativ bizarr, dass ausgerechnet Sie, die ununterbrochen vor einer herbeihalluzinierten Islamisierung Deutschlands reden, ausgerechnet mit dem Islamisten Erdogan gegen den Journalisten Yücel und die Pressefreiheit vorgehen. Das muss Ihnen doch mal auffallen. Ich bin so freundlich, Sie auf diesen Widerspruch aufmerksam zu machen. Zum Schluss. Eine kleine Denksportaufgabe. Es gibt ja gerade in Deutschland mit den vielen Parteistatuten und Vereinen sowas wie Ehrenmitgliedschaften. Mein Tipp wäre, ich hätte einen heißen Kandidaten für eine Ehrenmitgliedschaft bei Ihnen, den türkischen Präsidenten Erdogan. Ihr Antrag wird selbstverständlich volle Kanne abgelehnt.
Das Wort hat der Abgeordnete Cem Özdemir für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Man muss sich vergegenwärtigen, worüber wir heute tatsächlich hier reden. Wir reden über die Arbeit und den Artikel eines deutschen Journalisten. So etwas kennen wir eigentlich sonst nur aus autoritären Ländern. Der Deutsche Bundestag hingegen benotet nicht die Arbeit von Journalisten und Journalistinnen. Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland gibt es keine oberste Zensurbehörde, Parlament. Das gibt es in den Ländern, die Sie bewundern. Deutschland gehört da nicht dazu. Bei uns in Deutschland, in unserem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, gibt es keine Gleichschaltung, von der Sie nachts träumen. Bei uns gibt es Pressefreiheit, ein Wort, das in Ihrem Wortschatz ganz offensichtlich nicht vorhanden ist, sehr geehrte Damen und Herren. Und diese Pressefreiheit, die werden wir Ihnen gegenüber genauso verteidigen wie Ihren Genossen gegenüber, die in der Türkei Deniz Yücel ein Jahr seines Lebens geklaut haben. Wir sind froh, dass Deniz Yücel frei ist. Und ich will das mal sagen, dass hier auch kein Missverständnis entsteht. Genauso froh wären wir, wenn er Gustav Müller oder sonst wie heißen würde, weil jeder Bürger dieses Landes es verdient hat, dass dieses Land sich für ihn einsetzt. Das ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit. Jeder weiß es außer Ihnen. Und wir alle, der demokratische Teil dieses Hauses, setzt sich auch dafür ein, dass die anderen Journalisten, die ebenfalls in Haft sind, aber keinen deutschen Pass haben, es genauso verdient haben, freigelassen werden, weil Journalismus ist kein Verbrechen, sehr geehrte Damen und Herren. Aber zur Wahrheit gehört leider auch, das Land hat sich in dem einen Jahr, in dem Deniz Yücel im Gefängnis war, dramatisch verändert, und davon zeugt diese Debatte. Denn mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Wer sich so gebiert, ist ein Rassist, sehr geehrte Damen und Herren. Und diese Damen und Herren hier, ich habe das Mikrofon, Gott sei Dank können Sie es mir nicht abstellen. Ich weiß, von dem Regime, in dem Sie träumen, könnte man das Mikrofon abstellen. Aber das kann man hier Gott sei Dank nicht. Und Sie werden es nicht schaffen, glauben Sie es mir. Sie wollen bestimmen, wer Deutsche ist, wer nicht. Das heißt, wie kann jemand, der Deutschland, der unsere gemeinsame Heimat so verachtet, wie Sie es tun, darüber bestimmen, wer Deutsche ist und wer nicht Deutsche ist? Ich sage Ihnen eins, wenn Sie darüber bestimmen würden, das wäre ungefähr so, wie wenn man Rassisten das Ausstiegstelefon für Neonazis geben würde. Das wäre ungefähr so, wenn Sie darüber bestimmen würden, wer Deutsche ist und wer nicht Deutsche ist. Übrigens, wenn Sie die Nummer des Ausstiegstelefons für Neonazis brauchen, ich habe sie Ihnen, ich kann sie Ihnen gern zur Verfügung stellen. Kollege Özdemir. Nein, ich gestatte keine Zwischenfrage. Sie alle, wie Sie da sitzen von der AfD, wenn Sie ehrlich sind, dann würden Sie zugeben, dass Sie dieses Land verachten. Sie verachten alles, wofür dieses Land in der ganzen Welt geachtet wird und respektiert wird. Dazu gehört beispielsweise unsere Erinnerungskultur, auf die ich stolz bin als Bürger dieses Landes. Dazu gehört die Vielfalt in diesem Land, auf die ich genauso stolz bin. Dazu gehören Bayern, Schwaben, und dazu gehören aber auch Menschen, deren Vorfahren aus Russland kommen. Und dazu gehören Menschen, deren Vorfahren aus Anatolien kommen und jetzt genauso stolz drauf sind, Bürger dieses Landes zu sein. Und dazu gehört, das muss ich schon mal sagen, denn da fühle ich mich auch als Fußballfan persönlich angesprochen, dazu gehört unsere großartige Nationalmannschaft. Wenn Sie ehrlich sind, drücken Sie doch den Russen die Daumen und nicht unserer deutschen Nationalmannschaft. Gehen Sie es doch zu! Dieses Hohe Haus verachten Sie genauso, wie Sie die Werte der Aufklärung verachten. Sie sind aus demselben faulen Holz geschnitzt wie diejenigen, die Deniz Yücel verhaften lassen haben. Sie sind aus demselben faulen Haus geschnitzt wie Erdogan, der Deniz Yücel ein Jahr seines Lebens verhaftet hat. Ich sage es mal in einem Satz. Die AKP in Deutschland, die hat einen Ableger. Sie heißt AfD und sie sitzt hier, sehr geehrte Damen und Herren. Lassen Sie mich zum Schluss sagen,
Lassen Sie mich zum Schluss sagen, Sie hatten ja vor kurzem einen politischen Aschermittwoch. Mich hat es eher an die Rede im Sportpalast erinnert, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich will Ihnen zurufen, unser Deutschland, dieses Deutschland ist stärker, als es Ihr Hass jemals sein wird. Ihr tobender Mob wollte mich ja am Aschermittwoch abschieben. Es geht leichter, als Sie sich das vorstellen. Am kommenden Samstag bin ich wieder in meiner Heimat. Ich fliege nach Stuttgart, dann nehme ich die S-Bahn und ich lande am Endbahnhof Bad Urach. Da ist meine schwäbische Heimat und die lasse ich mir von Ihnen nicht kaputt machen. Ein kleiner geschäftsleitender Hinweis. Ja, ich bin sofort bei Ihnen. Bleiben Sie einen Moment warten, Herr Baumann, ganz kleinen Moment. Erst einmal der Hinweis, geschäftsleitend. Das kann durchaus passieren. Ganz egal, wer aus dem Präsidium des Deutschen Bundestages hier vorn gerade Dienst hat. Dass es auch Entscheidungen gibt oder auch Handlungen von amtierenden Präsidentinnen und Präsidenten, die einen Fehler enthalten oder aber die nachträglich in irgendeiner Weise zu rügen sind. Dazu haben wir Regeln. Und das hat einen guten Grund. Jedenfalls tragen wir das hier nicht im Plenum des Bundestages miteinander aus, sondern der Ort für diese ganze Geschichte ist der Ältestenrat. Und wenn einzelne Abgeordnete, und zwar jetzt mal wechselseitig, weil ich nehme ja hier Aufforderungen sehr wohl zur Kenntnis, trotz des hohen Lärmpegels, unzufrieden sind mit meiner Sitzungsleitung, dann werden wir das entweder nächsten Donnerstag, 14 Uhr, in der nächsten regulären Sitzung des Ältestenrates behandeln und ansonsten wissen, denke ich, die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, wie wir auch, wenn es notwendig werden sollte, zu einer Sondersitzung des Ältestenrates kommen, um diese Dinge zu regeln. Und im Übrigen, und das will ich dann auch gleich sagen, Herr Baumann, ich konnte weder alle Zwischenrufe wieder aus allen Fraktionen hier vorne verstehen, aufgrund des sehr hohen Lärmpegels, noch... Jetzt bin ich dran. Und nur ich. Noch war es mir möglich, in dieser hitzigen Debatte alle Äußerungen, die hier vorne, das gilt nicht nur für den letzten Beitrag, getroffen wurden, in ihrer Tragweite und Wirkung hier bis zuletzt zu überschauen. Aber auch dafür haben wir Regeln. Sollte es in dieser Debatte Dinge gegeben haben, die die Regeln überschritten haben, haben wir den Ort, über den ich gerade sprach, um gegebenenfalls auch nachträglich in irgendeiner Weise etwas zu sanktionieren oder einzugreifen. Ich habe im Moment keine Veranlassung, hier von hier vorn jetzt die Debatte weiter aufzuhalten, sondern ich nehme sowohl die Dinge, die hier angemeldet wurden, zur Kenntnis. Wir werden sie einer entsprechenden Beratung zuführen. Und ich bitte jetzt den geschäftsleitenden Hinweis in der weiteren Debatte zu verfolgen. Und dazu hat jetzt die Abgeordnete Elisabeth Motschmann für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denis Yücel ist frei und darüber freuen wir uns ohne Wenn und Aber. Im letzten Jahr sagte Erdogan noch, er wird niemals freigelassen. Er ist frei, Angela Merkel hat sich bemüht, der Außenminister hat sich bemüht. Das ist Ihr Job. Sie hatten Erfolg. Dafür sagen wir Dank.
und so Gabriel ohne Verabredung, Gegenleistung oder Deals. Das ist wichtig. Viele weitere deutsche und türkische Journalisten sind nach wie vor in Haft. 6 türkische Journalisten lebenslang. Das ist schlimm. Natürlich müssen wir uns um jeden Einzelnen kümmern und versuchen, für die Freiheit zu kämpfen. Die AfD betont in ihrem Antrag, dass Deniz Yücel eine Vorzugsbehandlung bekommen hätte. 4-mal taucht das auf. Sie unterstellen, dass weniger prominente und öffentliche Fälle weniger intensiv behandelt werden. Falsch. Ich habe die Familie eines Inhaftierten persönlich betreut. Den kannte keiner. Ein Pilger, der an einem Friedensmarsch teilgenommen hat, er ist frei, dank der Bemühungen der Bundesregierung. Also Ihre Aussage stimmt nicht. Alice Weidel kommentiert die Freilassung von Yücel. Es wurde hier schon angesprochen. Ich zitiere, ein unser Land regelrecht hassender Journalist, der nicht nur einmal die Grenzen des guten Geschmacks verließ, sollte eigentlich keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Zitat Ende. Eine unglaubliche Äußerung, meine Damen und Herren. Meinungsfreiheit und Pressefreiheit sind nicht verhandelbar in unserem Land. Sie sind vom Grundgesetz geschützt, und das sollte eigentlich Alice Weidel wissen. Auch mir gefallen manche Positionen von Deniz Yücel überhaupt nicht. Dazu gehört, was er 2011, 2012 in einer Taz-Kolumne über den Geburtenschwund geschrieben hat. Aber das kann doch niemals ein Grund sein, seine deutsche Staatsbürgerschaft in Frage zu stellen, meine Damen und Herren. Welch ein Unsinn. Es wäre sinnvoller, übrigens, das sage ich der AfD, wenn sie sich um die menschenverachtenden Aussagen ihrer eigenen Parteifreunde kümmern würden, bevor sie mit dem Finger auf andere zeigen. Der Aschermittwoch ist noch nicht so lange her. Und was hat Poggenburg gesagt? Kümmelhändlern und Kümmeltreibern, die sich dahin scheren sollen, wo sie hingehören, weit, weit, weit hinter den Bosporus zu den Lehmhütten und Vielweibern. Zitat Ende. Das ist widerlich, meine Damen und Herren. Und im Übrigen, Herr Curio, Sie hatten ja von Morast gesprochen. Das ist Morast, was wir da erleben in Ihren Reihen. Und Herr Gauland, es hat mich schon gewundert, dass Sie dazu sagen, es gäbe keinen Bedarf, eine innerparteiliche Debatte anzustrengen. Und dann kommt der Satz, das bewegt mich nicht. Das ist eine ethische Bankrotterklärung, Herr Gauland. Wenn Sie das nicht mehr bewegt, dann haben Sie Ihren Beruf verfehlt. Mich bewegt es sehr. Kollegin Motschmann, Sie haben die Chance, wenn Sie eine Frage oder Bemerkung zulassen, noch die ablaufende Redezeit zu verlängern. Ja, alles gut. Bitte schön. Frau Kollegin, Sie haben gerade, wie ich meine, durchaus nicht auf das wirkliche Thema reagiert in Ihrer Rede. Und Sie haben gerade auch von einer Bankrotterklärung gesprochen. Und ich frage Sie deshalb in diesem Zusammenhang, wenn dieses Hohe Haus nicht bereit ist, eine solche Äußerung wie die von Herrn Yücel zu verurteilen, dann frage ich Sie, ob es nicht auch nach Ihrer Meinung eine Bankrotterklärung dieses Hohen Hauses ist, ob wir uns nicht alle gemein machen mit denen, die auf Demonstrationszügen lauthals rufen, Deutschland verrecke. Das ist doch hier die Frage. Ich weiß nicht, Herr Kollege,
ob Sie Probleme mit den Ohren haben. Ich habe doch eben gesagt, dass mir auch nicht alles gefällt, was Dennis Yücel gesagt und geschrieben hat. Und ich habe genauso gesagt, dass es eine ethische Bankrotterklärung ist, wenn man die eigenen miesen Äußerungen in der AfD nicht entsprechend auch zurückweist. Und schließlich und endlich, ich komme zu meiner Rede zurück, und wenn die AfD dann zu allem Überfluss in ihrem Wahlprogramm, das ich sehr genau studiert habe, meinen, dass ihre Grundsätze auf den Werten des Christentums fußen, dann kann ich Ihnen nur bescheinigen, dass angesichts solcher Äußerungen und solcher dümmlichen Anträge Ihre Werte nichts, aber auch gar nichts mit dem Christentum zu tun haben. So, Kollege Motschmann, achten Sie jetzt bitte auf die Zeit. Ja, ich bin am Ende. Nicht am Ende, sondern ich komme zum Ende. Nee, keine Sorge. Freuen Sie sich nicht zu früh. Ich will nur noch am Ende Bischöfin Ilse Junkermann zitieren, die zu Poggenburg gesagt hat, die Rede hat erneut den unverblümten Hass gezeigt, mit dem die AfD Menschen diffamiert. Und sie fährt fort, unsere Gesellschaft braucht Verantwortliche mit Umsicht und Weitblick und keine vor Hass und Menschenverachtung blinden Abgeordneten. Danke, Frau Bischöfin, dieser Weitblick und diese Umsicht fehlt der AfD. Daran sollten Sie arbeiten. Vielen Dank. Ich mache darauf aufmerksam, dass wir noch zwei Debattenbeiträge hier hören werden. Ich bitte also all diejenigen, die zur bevorstehenden Abstimmung schon herbeigeeilt sind, auch Platz zu nehmen. Und diese Bitte gilt wiederum fraktionsübergreifend für die Mitglieder aller sechs Fraktionen hier im Hohen Hause. Sollte es notwendig sein, Abgeordnete, die gleichzeitig Mitglieder der Bundesregierung sind, sie haben auch hier vorne ihren festen Platz. Meine Stimme nicht ganz bis nach hinten durchdringt, dann bitte ich doch einfach mal den Kollegen in den letzten Reihen, ihren Kollegen einen Tipp zu geben, dass wir auf Sie warten. Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Martin Rebanus für die SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich ist schon deutlich geworden in der Debatte, dass es hier mitnichten, auch bei dem Antrag mitnichten, um den Fall Dennis Yücel geht, sondern es geht um eine Haltung, die in düsterer Art und Weise uns hier deutlich geworden ist von dem, was die Kolleginnen und Kollegen der AfD zu Pressefreiheit und derlei mehr denken. Es gibt aber auch den Anlass, und das ist das Schöne an der Debatte, festzustellen, dass eine übergroße Mehrheit dieses Parlaments es anders sieht. Das ist sozusagen die positive Botschaft, die mit der Debatte auch verbunden ist. Und es ist, naja, man hat so ein klein bisschen Gefühl dafür, was die Redner so sagen. Und das ist auch gut so, denn wenn wir über Haltung reden und wenn wir über die Frage am Ende des Tages reden, wie wir uns unser Deutschland vorstellen, denn darum geht es, dann will ich sagen, ich stelle mir ein Deutschland vor,
wie es eben im Jahre 2018 ist. Nicht in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, nicht in den 50er und schon gar nicht in den 30er oder 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, sondern eben ein heutiges Deutschland. Und ich möchte in einem Deutschland leben, in dem unsere Jungs in der Fußballmannschaft, Cem Özdemir hat das angedeutet, eben ganz selbstverständlich Müller, Kimmich oder Draxler heißen, aber genauso selbstverständlich eben Özil, Khedira oder Boateng. Und wenn sie bei mir in der Nachbarschaft wohnen, dann gefällt mir das auch ausgesprochen gut. Und ich möchte in einem Land leben, in dem es eben tolerant und weltoffen zugeht. Ja, und genau deswegen soll das auch so bleiben. Und genau deswegen müssen wir hier auch ziemlich deutlich werden. Denn wir müssen unsere politische Arbeit doch darauf richten, Teilhabe von Menschen zu ermöglichen, Menschen beim Arbeitsmarkt teilhaben zu lassen, an Bildung, Zugang zu sozialen Sicherungssystemen, Kunst und Kultur, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Ich möchte in einem Deutschland leben, in der unterschiedliche Lebenskonzepte, Familien- und Beziehungskonzepte möglich sind. Doch um all diese Fragen geht es. Wie sieht dieses Deutschland eigentlich aus? Ich möchte in einem Land leben, in dem Meinungsfreiheit herrscht, in dem Freiheit von Kunst und Kultur geachtet und geschützt wird, in dem Pressefreiheit respektiert und geschützt wird. Und ich möchte in einem Land leben, in dem Journalisten, Satiriker, Kritiker, Querdenker, Kabarettisten ihre Arbeit frei machen können. Frei machen können, wo sie zuspitzen können, wo sie provozieren können. Und zwar egal, ob das jetzt Dieter Nuhr aus Wesel oder Dennis Yücel aus Flörsheim ist. Das ist nämlich ein hessischer Bub, sehr geehrte Damen und Herren von der AfD. Mir muss das übrigens auch nicht alles gefallen, was diese Kabarettisten sagen. Darum geht es überhaupt nicht. Ich muss mir das auch nicht zu eigen machen. Ich muss da nicht bei allem jubeln. Und auch ist klar in unserem Land, wer in der Ausübung seiner eigenen Rechte, seiner Freiheitsrechte, seiner künstlerischen Freiheit andere Rechte verletzt, der muss sich dafür auch verantworten. Auch das ist klar. Aber das ist eine Frage, die im rechtsstaatlichen System rechtsstaatliche Stellen zu klären haben und nicht politische Reglementierung hervorrufen darf. Ich jedenfalls will in einem Deutschland leben, das nie wieder auch nur in den Verdacht kommt, dass politische Zensur zulässig sei. Und um das klarzumachen, es geht Ihnen nicht um den Fall. Es geht Ihnen um Ihre Haltung. Eine, die Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit mehr oder weniger subtil infrage stellt. Und dazu kann ich Ihnen abschließend zwei Sachen sagen. Das eine, das ist unanständig und erbärmlich. Und das zweite, es wird auf unseren Widerstand stoßen. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Volker Ulrich hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Freude und Erleichterung sind unsere Gefühlslagen, wenn wir über die Haftentlassung von Dennis Yücel empfinden. Aber wir tragen auch Sorge in uns in Bezug auf all diejenigen Journalisten, die noch in der Türkei inhaftiert sind und in jüngster Zeit auch zu langen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Von dieser Stelle sei erinnert, die Türkei ist Vertragspartner der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und als solche sind Presse- und Meinungsfreiheit wesentliche Bestandteile dieses Vertragswerks. Auch daran muss sich die Türkei halten. Und wenn wir über die Bewertung der Arbeit von Dennis Yücel durch Politiker der AfD sprechen, dann kann man nicht daran vorbei, dass die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel gesagt hat, Yücel ist weder Journalist noch Deutscher. Das ist deswegen besonders niederträchtig und empörend, weil die Staatsangehörigkeit dazu führt, dass jemand in die Werte- und Verantwortungsgemeinschaft unseres Landes eintritt.
Wer allerdings jemandem die Staatsangehörigkeit abspricht, wegen seiner Herkunft oder wegen seines Aussehens, der muss wissen, dass er sich außerhalb des Verfassungsbogens bewegt. Die Äußerungen von Deniz Yücel über viele Jahre journalistische Arbeit kenne ich persönlich größtenteils nicht. Und die Äußerungen, die Sie in dem Antrag zusammengefasst haben, sind teilweise aus dem Kontext gerissen. Aber es kommt gar nicht darauf an, ob diese Äußerungen mir persönlich gefallen. Es wäre weder meine Sprache noch mein Inhalt. Entscheidend ist etwas anderes. Es geht um die Frage, welche Reichweite hat Meinungsfreiheit in diesem Land und in dieser Gesellschaft? Ich bitte Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass die Meinungsfreiheit schlichtweg konstituierend für eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft ist und dass ohne Meinungs- und Pressefreiheit Demokratie nicht möglich ist. Wenn Sie also sagen, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordern solle, eine einzelne Meinungsäußerung zu missbilligen, dann hat das noch eine ganz andere Note, nämlich eine, wo Sie sich ebenfalls außerhalb des Verfassungsbogens bewegen. Es ist nicht Aufgabe staatlicher Organe, Meinungen zu kommentieren, zu bewerten oder gar zu zensieren. Kollege Ulrich, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Nein, alles gesagt. Wer als Journalist oder als jemand, der eine Meinung tätigt, gegen die Rechte anderer verstößt, ja, der wird von den Gerichten, wenn er die Meinungsfreiheit überschreitet, auch entsprechend verfolgt. Beleidigung und Volksverhetzung sind in diesem Land zu Recht strafbar. Und das sollten auch einige von Ihnen bitte zur Kenntnis nehmen. Aber es ist nicht unser Konzept eines freiheitlichen Staates, dass wir Vorschriften machen, wie jemand zu denken und zu reden hat. Und wer das möchte, der findet sich in einem anderen Staat wieder. In einem Staat ohne Meinungsfreiheit, in einem Staat ohne Demokratie, sondern in einem autoritären Gemeinwesen, in einem Gemeinwesen, in dem die freie Rede, in dem das Miteinander und am Ende des Tages auch die Demokratie gefährdet sind. Deswegen sage ich Ihnen ehrlich, wehret den Anfängen, ein solcher Antrag ist verfassungsfeindlich und das bitte ich Sie zur Kenntnis zu nehmen. Deswegen lehnen wir ihn ab. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 846 mit dem Titel Verhalten der Bundesregierung im Fall Deniz Yücel. Die Fraktion der AfD hat namentliche Abstimmung verlangt. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Von mir links aus gesehen fehlen noch Schriftführer. Hier vorne rechts fehlen ebenso Schriftführer. Hier fehlt immer noch ein Schriftführer links. Gut. Sind jetzt alle Schriftführerinnen und Schriftführer an ihrem Platz? Hier vorne fehlt noch wer?
Hier vorne fehlt noch aus der CDU-CSU-Fraktion ein Schriftführer. Vielleicht kann jemand übernehmen für den Kollegen Wittecke. Ein CDU-CSU-Schriftführer wird noch gesucht. Dankeschön. Sind jetzt alle Schriftführerinnen und Schriftführer am Platz? Das ist der Fall. Ich eröffne die Abstimmung über den Antrag auf Drucksache 846. Ist noch ein Mitglied im Haus, das nicht abgestimmt hat? Bitte jetzt letzte Gelegenheit. Ist noch jemand anwesend, der nicht abgestimmt hat? Also, alle haben abgestimmt. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Ich werde das Ergebnis später bekannt geben. Als nächstes rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 11a und 11b sowie